Symbolische Schlüsselübergabe an Ludwigsfeldes Bürgermeister Andreas Igel. Nach 18-monatiger Bauphase konnte nun auch der letzte Bauabschnitt eingeweiht und die neue Mitte der Stadt offiziell eröffnet werden. Und sie sei weit mehr als nur Einkaufsmöglichkeit, betont Igel. Sie sei ein Treffpunkt. Die neue Mitte ist auch die Skateranlage, ist der Aktivstadtpark, ist der Bereich entlang der Potsdamer Straße und geht rüber bis zum Rathaus. Die Ludwigarkaden sind der Kern der neuen Mitte, sind der Teil, der unsere Stadt in Stadt beleben soll, der den Einzelhandel in Bisfelde ausbauen soll und erlebbar machen soll. Früher gab es sozusagen zwei Ludwigsfeldes, denn die Stadt war durch eine Autobahnbrücke getrennt. Das niederländische Unternehmen Ten Brinke legte dann ein Konzept vor, das beide Teile verbindet und investierte rund 32 Millionen Euro aus Eigenmitteln. Wir hoffen, dass die Ludwigarkaden zusammen mit dem Aktivstadtpark tatsächlich das verbindende Glied sind, um Nord und Süd endlich zusammenzuführen. Und wenn das so bleibt wie heute mit schönem Wetter und mit den vielen Gästen, dann denke ich, hat es auch geklappt. 10,2 Millionen Euro Fördermittel wurden zusätzlich vom Bund-Länder-Programm Aktive Stadt- und Ortszentren bereitgestellt. Sie haben hier die Möglichkeit zu einer lebendigen Einkaufsstadt mit einem größeren Einzugsgebiet. Und das macht die Vitalität auch der Stadt aus. Sie können hier Bauflächen unterhalb der Autobahn nutzen, Baulücken schließen und, wie gesagt, mehr Attraktivität schaffen. Der Andrang unter der Autobahnbrücke sprach für sich. Das neue Ludwigsfelde wird angenommen. Vor allen Dingen finde ich das gut, das Frühwort hier ist, war immer früher so ein Anlaufpunkt. Na, die Einkaufsmeile ist wunderschön, dass man jetzt mehrere Geschäfte hier hat. Der Kaffee ist wunderschön, wenn das mal leer ist, dass man sich hinsetzen kann. Nicht nur den Besuchern gefällt die neue Mitte, auch Händler und Unternehmer schätzen sie. Der Standort hier in Ludwigsfelde ist für Ruhr eine richtige Bereicherung, weil wir hier halt noch nicht vertreten sind und hier wirklich ein zentraler Standort ist mit vielen verschiedenen Geschäften. Und da wollten wir eigentlich mit hin und einfach dazugehören. Durch Edeka haben wir einfach auch ein Zugpferd gegenüber, dass die Kunden gerne zu uns kommen. Wir haben andere technische Voraussetzungen als in den anderen Filialen. Also ich denke, wir sind hier wirklich gut zusammengewachsen und haben einfach jetzt deutlich mehr Frequenz. Also wir merken, dass zunehmend immer mehr eine Mitte in der Stadt wird. Ja, wir hoffen uns gerade dadurch, dass jetzt ein Eiscafé auch eröffnet hat im neuen Bauabschnitt, dass da auch noch ein bisschen mehr Geselligkeit hier am Ort stattfindet. Ansonsten mit der Skaterbahn und dem Aktivpark ist es wirklich eine sehr schöne Gegend geworden. Ein guter Anfang, meint der Bürgermeister, aber es gäbe noch viel zu tun. Im nächsten Step werden die Bereiche jenseits der Potsdamer Straße, also auf der anderen Straßenseite, bebaut werden. Auch da unten nochmal Einzelhandel rein. Es wird aber nicht ohne die Einwohner zu machen sein, ohne die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, ohne die Bürgerinnen und Bürger aus dem Umfeld, die hierher kommen und die Innenstadt auch in Anspruch nehmen. 50 Jahre Ludwigsfelde ohne Innenstadt ist jetzt Geschichte. Hier soll das Leben pulsieren, nicht nur Einkäufe erledigt werden. Feste und Veranstaltungen sind geplant. Alles das, was wir bisher gemacht haben, wird mehr und mehr sich in die Innenstadt verschieben, um letztendlich hier auch dann eine belebte Innenstadt zu haben. Ob du aus Bayern kommst oder in Hamburg wohnst, das ist doch sowas von egal. Solange du denkst, du bist im Honky-Tonk in einem Bierlokal. Mit einer Cowboy-Boots und einem Family-Blues und einem kleinen Knackzen-Herz. Der Kreislauf geht nach oben, wenn du den Cowboy singst.